keine Ahnung, wo ich jetzt genau gelandet bin, aber schaut euch mal diese Prunkbuden an. Na, das nenne ich mal eine Kamera. Die zum Vloggen passt rein. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo ich bin. Ich habe gestern wieder weiter Bewerbungen rausgehauen und dann hat sich tatsächlich eine Firma bei mir gemeldet. Allerdings ist das, glaube ich, nur so eine Jobvermittlerfirma. Die haben aber direkt mehrere Angebote, einmal im Testing, einmal im Mobile Development und einmal als Java Backend Entwickler. Da gehe ich jetzt hin, stelle mich vor, hoffe, dass die mir einen Job geben und dann bin ich glücklich. Okay, ich habe mich gehört, aber ich muss hier hin. Sieht ganz schön geil aus hier. Ich habe mir schon gedacht, das ist nur so eine Jobagentur, die für andere Leute suchen. Aber hey, die schicken mir gleich einen Einstellungstest. Und dann werde ich den machen, dann werde ich den übelst rocken und dann kriege ich hier einen Job. Da bist du einmal 5 Minuten in einem Büro und schon ist nur noch am Regnen. Ja, da zeige ich euch doch noch mal ein bisschen die Innenstadt von Perth. Ach ja, dieser Mix aus historisch und topmodern, das ist schon cool. Ach fuck, es regnet schon wieder. Ich habe mir heute Morgen noch hier die Kapuze abgemacht von meiner Jacke, weil ich dachte, oh, das Wetter ist so gut draußen, brauchst du nicht. Guckt mal, hier gibt es ein Outside-Gym. Das hat Klimmzugstangen für Lilliputaner. Okay, genug durch die Stadt getingelt. Es wird Zeit, Richtung Heimat zu gehen. Und guck mal, hier ist so ein richtig schöner Garten. Oh, die Ampel ist grün. Ach, und wisst ihr, wer auch gerade in Perth ist? Der Felix. Guck mal, 2 Affen in einem Shot. Ja, geil. Den wir auf Bali getroffen haben. Hallo. Oh, oh. Ich hoffe, du hast da nichts Wichtiges drin. Oh, oh. Wir wollen dir irgendwelche Cremes klauen. Oh, oh. Hey, weg, weg. Der Bruder von Benny, von Sandy und Benny. Mit dabei wieder Sandy, Benny. Ich werde ihn jetzt gleich mal anrufen. Und vielleicht treffen wir uns ja noch mal mit dem. Jetzt weiß ich auch, was die hier machen. Ich habe nämlich gerade mit den beiden netten Herren hier geredet. Die machen eine Commercial, damit die Leute verstehen, wie diese U-Bahn-Station hier funktioniert und dass sie halt morgens in der Rush-Hour sich ein bisschen beeilen, Platz machen, wie man ein Ticket kauft und so weiter und so fort. Cool, ich glaube, ich muss mal durchs Bild laufen, dann bin ich auch in dieser Werbung. Ach, ich dachte mir gerade, heute ist so ein wunderschöner Tag. Warum nicht noch ein bisschen skaten? Allerdings, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin und ob ich nicht einfach mal 2 Kilometer zu früh ausgestiegen bin. Das hat Klimmzugstangen für Lilliputaner.